Hallo! Ich mag das Spiel echt. Oh, meine Ohren! Ich spiel nicht mehr, das macht keinen Spaß mehr. Paula, dein Ernst? Darüber reden wir doch schon die ganze Zeit! Scheiße, mein Stift ist leer. Oh, okay, sie haben es anscheinend nicht gehört. Hallo, ich bin wieder da. Ist das dein Ernst, Paula? Darüber reden wir doch schon die ganze Zeit. Ich weiß. Über was? Über den Stift? Gamescom. Achso, Gamescom. Über den Stift. Ja. Also den Stift, den ich jetzt in der Hand halte, er ist schwarz. Er ist von der Marke Linea Copyright und es ist ein HB-Bleistift. Er ist verifiziert. Oh mein Gott. Ich mache keine Product Placements. Ich bin mal gespannt, wann ich die erste Product Placement Anfrage bekomme. Das dauert noch, bei mir auch. Das wäre voll witzig. Ich will einfach... Hey Paula, du kannst ja so machen, dass du das zeichnest. Was? Du zeichnest das, was du als Placement machst. Schlau. Nein. Ja, viele Firmen wollen ja, dass man sein Gesicht zeigt und sowas. Na, es ist ja auch nicht jedermanns Sache, so einfach mal sein Gesicht auf YouTube zu zeigen, wenn man so ein paar tausend... JP macht Augen. Auch... Er macht das in Tryjump. Nein, er macht, nee, macht nicht so viele Placements, aber er macht. Ja, ein Tryjump hat das mal gemacht. Ich weiß aber auch, warum er so wenig Placements macht. Erstens, weil in den meisten Placements musst du dein Gesicht zeigen. Zweitens, er macht es nur, weil er macht, wenn er auch dazu steht. Und manchmal hat er einfach keinen Bock drauf. Ich meine, ich hätte jetzt auch nicht Bock unbedingt für, keine Ahnung, für irgendeine Smoothie-Marke ein Placement zu machen, die ich selber nie getrunken habe und die mir auch gar nicht schmeckt, wenn ich es mal probiere, ne? Wäre auch nicht sonst nicht so krass sinnvoll. Außer ich würde die Leute dann einfach abziehen und sagst so, ja, ich mach's. Dann sagst du mir so, yo, Leute, das hier ist ein Placement. Ich wurde mal angeschrieben, ob ich, von wegen so, ob ich dieses Produkt hier vorstellen könnte. Hier, ne? Es ist so ein Smoothie, keine Ahnung, bla bla bla. Hab den vorher noch nie probiert, hab den vorher nie gesehen. Ich probiere ihn jetzt einfach mal. Wenn er mir scheiße schmeckt, würde ich es halt einfach sagen, ne? So würde ich Placements verpacken. Wenn überhaupt. Wenn ich Placements machen würde. Der erste Schritt ist überhaupt erstmal ins Netzwerk zu kommen. Ah. Ist aber so. Und Reichweite zu genießen. LOL. Ja, das haben wir ja nicht so, ne? Naja, du hast mehr Abonnenten als ich. Du bist fame. Kann ich Autogramm? Tausend mal Jump. Oh mein Gott. Was hat denn jetzt? Ich hab, noch 5 Abonnenten, dann hab ich 100. Ja! Ich brauch einen, dann hab ich gerade mal die 80. Paula, wie viele Fake Accounts soll ich dir machen? Fake, fake, alles fake. Am besten 10.000, wäre cool. Yo. Yo. Da guckt man sich so die Views an. Null. Die YouTube-Trends, sagst du, Paula? Soll ich drüber reden? Ja. Ja. Gucken wir mal, was ist denn gerade so in den YouTube-Trends? Sowas habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe einfach was gebaut und habe in YouTube-Trends. Testspiel BVB gegen Fortuna Düsseldorf. 2:09. Fußball. Ja. Ich hasse Fußball. Fußball ist Fußball. Brauche ich nicht sagen. Ist normal, es ist halt einfach mal in den Trends gelangt. Vor allem BVB und Düsseldorf. Also BVB ist eine sehr angesehene Mannschaft, soweit ich das ja weiß. Bist du Fußballfan? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um Bundesliga, Champions League und sowas geht, nein. Aber wenn's ich bin dann, generell kein Fußballfan. Ich gucke nur Fußball, wenn es um EM und WM geht. Das ist das Einzige, was ich vom Fußball gucke. Und du, David? Wie sieht's bei dir aus? Also ich gucke, ich bin auch so EM. EM, WM? Also EM, WM, ja. Ja, das ist, weil da das ist halt mein in Deutschland, ne? Und so. Wie heißt... Bei dir halt in dem Fall ihr, Österreich, ne? Habt ihr einen... Also bei mir heißt es... Wie heißt der Taufpate von euch? Also wie,
wie wird das als erstes die Bezeichnung von dem? Taufpate? Das Taufpate, also. Was ist das? Ja, also bei der Taufe, bei mir heißt das Tier oder so. Taufe, ich wurde nie getauft, ich bin auch nicht religiös. Ich wurde zwar getauft, aber ich bin eigentlich auch nicht religiös. So, gehen wir mal weiter. Auf Platz 2, Bowser FML, Musikvideo. Habe ich noch nicht gehört. Dann Palle! Der liebe Palle ist in dem Palle. Palle! Auf Platz Nummer 3. Den zeichne ich gerade. Das war sehr sein Video, dass er krank ist. Was ich aber auch nicht verstehe, ne? Meine Haare sehen voll knuffig aus in dem Video. Warum macht man ein Video mit "Es tut mir leid", weil man krank ist? Ich verstehe was nicht. Ich habe in der Zeit, wo ich krank war, habe ich einfach YouTube weiter durchgeprescht. Ich verstehe das nicht. Ich finde, manche YouTuber stellen sich da echt komisch an. Also. Ja, wenn du Grippe hast mit Schwindeln, machst du dann noch YouTube? Ja, klar. Update.exe? Ich könnte dich schlagen gerade. Nee. Wieso? Ey! Oh, mein Videoprogramm möchte gerade wieder was von mir. Easy. Wenn ich Grippe habe, mache ich auch weiter YouTube-Videos und. Ja, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist und täglich was von seinem Leben mitgibt, dann sollten die Zuschauer auch mitbekommen, wie man krank ist, finde ich. Auch wenn das dann nur ein 2-Minuten-Video ist. Also, ich supporte ihn ja wirklich, ne? So, wirklich, krass, Fangirl, ne? Und so weiter. Ja. Aber ich finde, wenn er krank ist, ich weiß, nichts Schlimmes und es dauert auch nicht lange, aber vielleicht mal ein paar Lupen-Animationen machen oder keine Ahnung was. Genau, zum Beispiel. Weil ich wünsche mir das schon so lange, weil ich unbedingt da rein möchte für eine Animation. Das hatte ich auch mal, dass ich da rein wollte. Habe ich mittlerweile aufgemacht, weil ich mit diesen 3 Jahren habe ich echt nicht mehr so im Kopf. So, dann gehen wir mal weiter. Platz Nummer 4. Hat die liebe Cold Mirror mit Kack-Beschreibung Harry Potter Schokofrosch. Habe ich tatsächlich noch nicht. Hey, Paula, Paula! Urgestein! Cold Mirror ist eines der Urgesteine YouTubes. Die hat damals angefangen, sie schaltet immer Paula, noch keine Werbung auf YouTube. So geil. Was? Bambus! Bambus! Ja, Bambus! Bambus! Oh mein Gott, ja! Kann ich tauschen? Tubeflash! Bambus so. Sauerstoff! Dann haben wir wieder ein Musikvideo von Justin Timberlake. Oder Timberlake. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Von Filthy. Filthy. Habe ich noch nicht angehört. Will ich mir auch nicht anhören. So. Guck mal, ob ich es schaffen kann. So. Dann. Der HOB ist auf. Platz Nummer 6 ist das? Ja. Der gute Hand of Blood. Yes. Der liebe Max ist auf. Legende, er ist einfach eine Legende. Kennt ihr diese PUBG-Runde, wo er mit einer Armbrust gekämpft hat und gewonnen hat? Ja, die kenne ich. Ich muss sagen, er ist sehr, sehr hyperaktiv. Das macht ihn ja aus. Ja, das ist aber krass. Aber was ich zum Beispiel schade finde, ist zum Beispiel sein Baal-Projekt. Das ist Alter! Was hat ein Baal-Projekt? Baal, das ist das PUBG-Turnier, was er leitet. Ich finde, das Baal 4-Turnier war gar nicht so geil durchgedacht. Zum Beispiel Leute, die richtig geile Szenen gemacht haben und so, wurden einfach gar nicht mit reingenommen und sowas. Das finde ich halt richtig schade, weil zum Beispiel ich schaue den Ranzratte gerne, der hatte eine super Szene und es wurde halt einfach entweder komplett falsch kommentiert von dem Kommentator-Team oder es wurde halt einfach irgendwas gesagt, was gar nicht stimmte. So, dann haben wir auf Platz 7 The Voice Kids Official Children Kali Ali. Irgendwas Ausländisches. Ich glaube, das ist Arabisch. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht entziffern. Zeigt auf jeden Fall, dass auch der. Da könnt ihr mal aufhören, hier gegen zu boxen, ihr verfickten Mistviecher. Hab ich die? Ja, ich hab die Sperre einfach. Achso. So.
ja, das ist auf Platz 7 dieses ausländische Videos, heißt ja, dass multikulturelles Deutschland existiert. Ha. So, dann haben wir danach Mr. Trashback mit dem Video Logan Paul macht vorerst keine Videos mehr, Millionenverlust durch Skandal. Ah, das ist auch ein interessantes Thema mit Logan Paul, ne? Wer ist Logan Paul? Kennt Logan Paul nicht? Nee. Das ist ein amerikanischer Vlogger, der auch Kinofilme produziert, also der auch russische... Alter, diese Typen hier... What the fuck, Alter? Ich hatte gerade ein bisschen die Probleme. Also Logan Paul ist jemand, der ist letztes Jahr durch die Decke gegangen mit seinen Videos. Und hat damit Millionen Abonnenten dazu gewonnen, hat keine Ahnung. Ah, den Namen kenne ich nicht mehr. Ja, wahrscheinlich von dir. Ja, ich auch. Ja, klar. Wie gesagt, Jake Paul ist sein Bruder, soweit ich das weiß. Und er hat jetzt einen Skandal, dass er in Japan in diesem Suicide Forest war. Und die haben eine Leiche gefunden. Ach ja, genau, das ist ja, genau, und die haben, Long hat die halt gefilmt, hat die gezeigt, und man hat halt, ich habe das Tatsache sogar gesehen, die Hände, also der hat nur das Gesicht ausgehört, der hat die Leiche komplett gefilmt und was weiter. Und dadurch steht er jetzt halt richtig halt in der Kritik, wurde, hat halt richtig negativ Kritik kassiert und... Heißt das deswegen Suicide? Forest oder so. Der Suicide Japaner. Forest, das ist in Japan, das ist so ein Wald. Da gehen die Japaner, also der ist dafür berüchtigt und bekannt dafür, dass die Japaner dort das Leben nehmen. Ja, das soll eine Ehre sein, weil die Samurai sich umbringen gebracht haben, bevor sie von den anderen Typen umgebracht werden, weil das sonst eine Schande für sie wäre. So. Das kommt von dem. Nee, das meistens ist es eher, weil die nicht mehr können, zu viel Stress haben die Leute. Das sind die unterschiedlichsten Motive, warum die sich dort umbringen. Eine wahrscheinlich, um die Familienehre zu retten, weil man schlecht dasteht. Vielleicht die anderen, weil, wie gesagt, sie schwul sind, oder? Ja, so, oder so. Also ich weiß nicht, ob das in Japan so ja, ist. Wenn ja. Ich weiß es gar nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel Schulstress sehr, sehr weit mit dazu zählt. Habe ich endlich Ruhe? Ja, ich habe Ruhe. So, gehen wir weiter. Dann kommt Jericho. Das Video habe ich sogar tatsächlich heute erst gesehen. Vor. Welches? Jericho. Die Familie ließ ihn im Stich. Ein Millionär adoptiert. Ja, genau, das habe genau. Ich gestern auch gesehen. Das ist so eine rührende Geschichte. Genau, der Typ, der hat eine Behinderung, die sein äußerliches Erscheinungsbild ja verändert. Und dadurch ja. Halt, hat. Und die Eltern haben ihn halt verstoßen, haben ihn halt angenommen und sowas weiter. Ich finde, die Story ist schon was Gutes. Also, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, obwohl ich Jericho oft gucke. Also, ich finde oder so geil. Mentale Zuflucht oder so gucke ich auch immer. Weißt du, dieser Typ hat einfach so, ich will jetzt nicht sagen, also sein Gesicht ist halt richtig, ist eine richtige Fehlbildung im Gesicht, ja, oder? Ja, genau. Also, er hat so. Und er ist halt. Seine er wurde von der Millionärin. Genau, aber sein Typ ist irgendwie. Seine Augen bei dem Typen sind halt so komisch. Ist halt nicht das normale äußerliche Erscheinungsbild, was wir als normal ersehen. Ja. Aber trotzdem, ich finde, das hat ein schönes Happy End. Vor allem, hat er eine Freundin. Genau. Sie hat, dank ihr hat er so gesehen auch schon wieder im Leben bekommen. Finde ich schön. So, danach kommt 7 Arten von Fußballern, alten Bubba. Ja, Fußball halt, ne? Brauche ich nichts weiter sagen. Danach. Klinik am Südring. Kleiner Junge 10 mit Schmerzen an peinlicher Stelle. Okay, warum sowas in den Trends ist, habe ich keine Ahnung. Von Sat 1. Aua. Lol. Also ich weiß nicht, warum jetzt mittlerweile. Das ist auch so. Köln 50667 und sowas, Berlin Tag und Nacht. Die kommen mittlerweile immer öfters in die Trends, sehe ich, ey. Ich frage mich ja. Aber auch, wie. Das ist so uninteressant. Mir wird auf der Startseite auch immer so alles vollgespammt mit auf ja. Streife und so ein Scheiß, was ich gar ja, nicht gucke. Genau, es ist bei mir momentan auch so. So, dann haben wir wieder ein ausländisches Video und zwar irgendwas mit The Voice Kids von Hüseyin Al-Hassan. Kann ich nicht viel zu sagen. Dann ZDF Nachrichten, das Heute-Journal. Finde ich gut, dass Nachrichten. Ich finde, das finde ich, Tatsache ist ein guter Ansatz, dass Nachrichten auch auf YouTube kommen.